So, jetzt wollen wir gerade mal ganz schnell durch die Routen bei Loot Lake und Lucky Landing. Ich zeige euch gerade, wo beides ist. Und ist auch ganz simpel. Dazu gehen wir wieder in Gruppenkeile. Bei Gruppenkeile habt ihr einfach die längste Zeit, da irgendwas zu machen. Und ihr habt eigentlich eure Ruhe. Ihr kommt eigentlich überall hin auf der Map. Also in der Regel lohnen sich echt Gruppenkeile für alles. Außer die Eliminierung, die würde ich an eurer Stelle in Arena machen, weil da ist es eigentlich dann doch am einfachsten oder solo. So, dann wieder in eigener Sache. Vielen Dank nochmal für 34 Abonnenten. Die vierte Zahl wird kommen für den Paysafe Code, wenn wir die 40 Abonnenten voll haben. Also Abo da lassen und die Glocke aktivieren vor allem, weil dadurch erfahrt ihr halt direkt ziemlich früh, wer was die nächste Zahl ist. Hier erstmal wieder stumm schalten. Und damit könnt ihr auch den Paysafe Code knacken mit den 10 Euro. Ich liebe diesen Skin. Ich glaube, ich spiele echt keinen anderen mehr. So, wie gesagt, Lucky Landing da unten, Loot Lake da. Jetzt würde ich sagen, fliege ich trotzdem zu Lucky Landing, weil Loot Lake ist klar. Weil ich vermute einfach, dass bei denen nicht viele Lucky Landing fliegen werden, weil so spät aus der Zone springen die wenigsten raus. Weil eigentlich alle immer den guten Loot haben wollen. So. Dann. Wir fliegen ziemlich tief. Jetzt müssen wir nicht wieder zu spät abspringen. Jetzt. So, hier unten ist auch der Würfel. Falls ihr ihn noch nicht gefunden habt. Da unten ist auch schon ein lila Automat. Ach, und ein Lama. Zählt das Lama auch als Kiste? Ich denke nicht. Ich sage ja, so viele Lamas findet man nicht mehr wie früher. Komm her. So, nur ich fände doch persönlich ein Lama, so viel bringt es auch nicht mehr. Früher ja, aber inzwischen nicht mehr. So, immer schön in die Dächer rein. Wie gesagt, zwei, drei Kisten habe ich eben schon gefunden bei Loot Lake. Wie ihr seht, hier landet keiner. Weil einfach die Zone komplett entgegengesetzt war und deshalb. So, würde ich sagen, holen wir uns hier am Baum die Kiste. Zwei Wandstücken da am Portal. Also bewusst habe ich diesen Pokal hier noch nie gesehen. Ich mag sie alle beide nicht. So, dann haben wir jetzt noch die Kiste hier oben. Hallo. So, und schon haben wir die Aufgabe geschafft. Wie gesagt, einfach eine Aufgabe. Die mit den Kisten aufmachen in Lucky. Achso. Als Sache, in Gruppenkeil ist es halt einfach am einfachsten. Als Sache, die Aufgaben sind die Woche sowieso zu einfach. Oh, eine andere Air wäre mal nicht schlecht. Ich
seht ihr, hier sind so viele Kisten. Ach komm, Moment. Meine Fresse. Ach, hier ist auch ein Automat. Hier hören wir schon die nächste Kiste. Ich sag, Kisten sind hier en masse. Also Lucky Landing kann ich euch nur empfehlen. Warte bei einer Spaß. Dann nimm ich komplett. Läuft bei ihm. So, dann gehen wir mal Richtung Zone. Tammy, du bist in der Zone. Was ist los? Ja, ich muss ein bisschen. Gegner-Team hat schon 9 Kills, 10, wir ein. Läuft. So, schauen wir mal, wo der erste Gegner ist. Dieses Haus ist so bekannt inzwischen für die Paletten, ey, das ist echt Wahnsinn, wie viele Paletten da drin stehen. Noch keiner geht zum Roboter, was ist denn da los? Nicht mit. Auf hier zu bauen. Keine Ahnung, was seine Mission ist. Aber mit der Tarnung sieht der Roboter einfach am besten aus. Und keine Sau will mehr mit dem Roboter spielen. Früher immer direkt jeder sich drauf gestürzt. Leck des Todes. Und das ist der andere. Oh, jetzt muss ich aber hier raus. Alter, das war ein bisschen viele gerade auf einmal. Das Gegnerteam scheint doch nicht schlecht zu sein. Die haben mehr als doppelt so viele Kills wie wir. Richtig viele, Alter. Da kommen gleich 6 Leute. Nein, 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 nein. Okay.
8 Kills habe ich jetzt. Jetzt gehen wir gerade ein bisschen die Gegner aus. Ah, da kommt schon der nächste. Ach, jetzt wenn man wieder einen perfekten Headshot machen will. Hier läuft ja gar keiner rum. Wen schießt er? So, hier landet ja echt keine Sau. Ja, das ist, wenn man jetzt richtig hochkommt und er baut direkt die Pyramide quasi. Alter. Da durchgeschossen? Okay, auch nicht schlecht. Rennt aber auch nirgendwo einer allein rum. Wenn man sich gerade mal so mitnehmen kann. Ja, da unten. Ja, das wird er wohl regeln. Ja, er schießt hier schon wieder. Ja. Das ist halt irgendwie das Problem mit dem Controller. Ich habe halt echt das Gefühl, dass ich nicht richtig nicht angeschossen werde. Ich kann mich nicht schnell genug wegbewegen. Natürlich, er da oben hat das Aim. Mann. Ja, Leck des Todes. Keine Ahnung, wie der Gegner ist. Kommt da runter. Schmeckt. Das ist ja mal eine Runde, die sich sehen lassen kann irgendwie. Das war trotzdem ganz ordentlich mit 17 Kills, fand ich. Und sah ganz ordentlich aus, aber mal so. So, wie gesagt, mit den Kisten öffnen, ganz simpel. Komme ich hier nochmal in die Map rein.
glaube nicht. Also einfach bei Lucky Landing oder halt bei Loot Lake. Dürfte eigentlich jedem klar sein. In dem Sinne, haut rein.